Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Hallig Petrus. Die ist vom Modder Otti Peterle und Nob 82. Hat eine Größe von 508,95 MB. Sie schreiben: Willkommen auf der Hallig Petrus Inseln. Bitte lest euch alles durch, um eventuelle Fragen auszuschließen. Wichtig: Es erwartet euch hier Ebbe und Flut und einmal im Jahr das sogenannte Land unter. Die Ebbe und Flut gibt es jeden Tag. Die Zeiten dafür sind: Ebbe ist von 6 bis 12 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Flut ist von 12 bis 18 Uhr und von 0 bis 6 Uhr. Denkt auch daran, auf welcher Insel sich eure Maschinen befinden, denn ihr könnt halt nur bei Ebbe übersetzen. Gut, es warten auf euch 6 Bauernhöfe, die Kurt warf mit Kühen und Hühnern, die Petrus warf mit Schweinen, die Ewalds warf mit Schafen und Hühnern, die Paters warf mit 3 Kuhgehegen, eine verlassene warf mit alten Gebäuden, die ihr komplett abreißen könnt, um euch selber zu verwirklichen, eine kleine Warft, die ihr für 0 Euro erwerben könnt. Marians Ferienwarft mit 18 kaufbaren Ferienhäusern. Es warten 63 Felder davon, 49 Ackerland, 14 Wiesen und 2 Wälder. Den Rest von der Beschreibung packe ich euch wieder in die YouTube-Beschreibung, da könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Dann schauen wir uns mal die PDA an. Wir sehen, wir haben hier 2 Inseln. Jetzt mache ich mal das aus hier. So, wir haben hier 2 Inseln. Hier sind eher kleinere Felder, hier sind dann eher größere Felder. Das scheint auch die Hauptinsel zu sein, weil hier haben wir den Hafen mit auch den meisten Verkaufspunkten hier. Gehören tut uns Grundstück 71, 13, 14, 15 und 16. Hier befindet sich auch unser Hof. Und wir haben hier verschiedene Feldflächen und auch Waldflächen. Jetzt zum Beispiel bei Fläche 1 hat einen Wert von 30.020 Euro. Ist, denke ich mal, oder? Das ist eher 21. Ist das kleinste mit 12.360 Euro und dann die größte Feldfläche hat 379.380 Euro. Die beiden Waldflächen kostet die eine 144.680 Euro und die andere 192.360 Euro. Gut, dann gucken wir mal Abladestationen. Hier oben im unser Farm, unsere Startfarm befindet sich in einem Ort und da gibt es auch eine Verkaufsstelle Bauer, das ist so ein, so ein Tierhof mit so Ziergeräten da drauf. Dann haben wir hier einen Gesteinbrecher. Dann haben wir hier Verkaufsstelle für 40 Fußcontainer im Hafen. Dann haben wir haben die Ehre, also Kornverkauf, was für ein Käse. Dann Tierhändler, Ballenverkaufsstelle. Verkaufsstelle Händler Zuckerrüben. Verkaufsstelle Händler Kartoffeln. Verkaufsstelle Händler und ein Restaurant. Und kurz Reparatur und Bootswerft. Genau das mit den Containern hatten wir schon. Dann haben wir hier noch eine Schule und hier wäre quasi diese ganzen Ferienwohnungen, die wo man sich dann oder Ferienhäuser, die wo man sich kaufen kann und dann dementsprechend Miete verlangen oder eine Mieteinnahme generiert und die auch mit Dingen wie Brötchen und so weiter, wo man die beliefern kann. Dann haben wir hier Verkaufsstelle Gras von den Ferienhäusern, also hier könnt ihr auch bei den Ferienhäusern Gras mähen und dann eben auf dieser Verkaufsstelle verkaufen. Und dann haben wir hier noch eine Verkaufsstelle Biobauer. Ist so ähnlich wie oben in dem Ort, diese Verkaufsstelle Bauer. Da könnt ihr halt auch Getreide verkaufen und auch Früchte und so weiter verkaufen und eben auch wieder zukaufen. Dann schauen wir uns die Ladestation an. Da haben wir hier oben den Bauer Karl. Das ist quasi dieser Tierhof. Dann haben wir eine Hoftankstelle bei unserem Hof und einen Misthaufen. Und dann hier haben wir verschiedene Tankstelle, Elektroladestationen. Dann kann ich da hin, Händler Jansen und, das hat man, nochmal eine Elektroladestation. Und hier haben wir den Biobauer Jansen oder Jensen. Dann Produktion, haben wir hier oben eine Getreidemühle. Hier haben wir eine Biogasanlage, die grenzt quasi an unserem Hof. Dann haben wir hier Stoff- und Kleidungsproduktion, eine Ölmühle, Schreinerei, Molkerei, Bäckerei und Schneiderei. Dann bei Tiere haben wir hier einen Kuhstall bei unserem Hof und einen Unterstand mit Hühnerstall und Silo. Mission haben wir nicht, da habe ich vorher schon geschaut. Bei Verschiedenes haben wir hier oben unser Farmhaus. Dann haben wir hier Werkstatthändler, dann der Fahrzeughändler, Tierhändler und gesuchte Schiffe. Das gesuchte Schiffe können wir uns anschauen. Aber jetzt einen Sinn, ich habe es mir schon mal angeschaut, da habe ich jetzt den Sinn nicht genau verstanden, aber gucken wir uns da an. Gut, Wachstumskalender, März, April, Mai ist die Aussaat und im August, September, Oktober für jeweils Weizen, Gerste und Raps.
Bei Pappelgras, Ölrettich, der fällt sich ein bisschen anders. Bei Triticiale, Feldgras und Roggen auch. Und Ernte ist Juli, August. Und dann auch August, September und September bis rein im Dezember, was zum Beispiel Zuckerrüben betrifft. Oder Pappel ist das ganze Jahr über erntbar, das Gras auch und Feldgras auch. Dann haben wir einige Produkte neue. Das wäre dieses Feldgras, Triticiale, Roggen, Brot vom Vortag, Schokomilchpalette, Erdbeermilchpalette, Milchpalette, Palette mit Kakaobutter, Spiel- und Sportrasen, Kiste Süßgebäck, Kiste Brot und eine Kiste mit Käse. Da haben wir einige Fahrzeuge auch. Hier diese beiden Ställe, die wo wir schon besitzen. Und Produktionsketten haben wir noch keine. Wir starten hier an einem kleinen Teich mit einer kleinen Bank. Hier wäre dann auch gleich die Möglichkeit, Wasser für die Tiere oder Gewächshäuser abzuzapfen. Und hier drüben befindet sich dann gleich unser Hof. Hier wäre der Kuhstall. Hier kann man die Gülle entnehmen. Dann werden wir hier aufmachen. Drin steht ein Mähdrescher und zwar ein Glas Dominator 108 SL Maxi. Daneben haben wir diesen Treibstofftank. Dann haben wir hier noch ein bisschen Lagermöglichkeiten für Big Packs. Die Big Packs, die könnt ihr auch verwenden. Also dementsprechend haben wir hier Kalk, Hühnerfutter, dann ja, Kuhfutter. Also quasi Mischrationen wird es wahrscheinlich sein. Und dann eben Dünger und genau, das war's. Dann kann man hier oben auch noch was einlagern. Hier haben wir jetzt so Heuballen. Das ist jetzt, die haben die dementsprechende Größe, also kann man die mit der Hand bewegen, weil es wird, man kann schon mit dem Stapler hier oben Dinge abstellen, aber das Problem ist halt, dass man diese Dinge dann nicht hier oben bewegen kann, weil man, ja gut, man kann jetzt zum Stapler schon unter Umständen einen Stapler aufheben, aber gut. Aber so kleine Dinge, die man mit der Hand bewegen kann, kann man rauf tun. Beziehungsweise, wir machen das mit so einem Kraftmod, dann kann man ja auch größere Dinge bewegen. Dann, wenn wir runtergehen, hier sieht man die Kühe im Kuhstall, also es sind auch schon welche vorhanden, ihr braucht jetzt extra keine kaufen. Dann haben wir hier eine Milch, quasi unser Milchlagerraum und funktioniert das? Ne, das ist eine Zierde. Dann haben wir hier einen Hochdruckreiniger, hier mal Unterstand mit Pestizid und Dünger, Flüssigdünger. Dann wenn wir hier aufmachen, genau, da war der Mähdrescher drin. Wenn wir hier aufmachen, dann haben wir Güllefass, das Farmtech Super Size 800. Und so einen kleinen werkstattähnlichen Trakt, aber ohne Werkstattfunktion. Hier hinten haben wir dann einen Velga DK 115, einen Plattformanhänger, also ohne Bordwände, zum Transportieren von Stroh oder Heu. Dann haben wir hier einen Brandner Tier 12050 Power Spread, einen Miststreuer. Und dann hier für den Mähdrescher, den wir gesehen haben, ein Mähwerk, also das Glas C501 und den Glas C510 Anhänger oder Glas 510 Mähwerk, genau, nicht 501. Dann haben wir hier auch einen Misthaufen, eine Mistgabel. Hier haben wir so Futterkrüge für die Wiese, aber die sind jetzt in der Deko. Dann haben wir hier auch nochmal eine Lagermöglichkeit oben auf dem Dachboden. Ja. Allerdings. Doch, wir kommen schon rein. Hier sind auch wieder kleine Strohbündel. Aber größere gehen halt nicht, es gehen nur die kleinen. Die kann man noch heben. Dann kann man hier oben auch noch was einlagern. Dementsprechend. Gut, dann gehen wir raus aus dem Kuhstall. Da haben wir noch so Kälber, Iglus, dann haben wir noch Tiere. Und genau, hier hinten war noch die Kuhweide. Dann sehen wir da ganz hinten die Biogasanlage. Und hier wäre diese Scheune mit Hühnerstall und Silo. Hier ist quasi das Freilaufgehege für die Hühner. Dann wäre hier dieses Silo. Und da haben wir einen Velga DK 115 mit Bordwände und Abdeckung. Und dann dementsprechend hier nochmal ein Hühnerstall, also die Hühnereinheit. Hier kann man nochmal irgendwelche Dinge lagern. Da haben wir auch nochmal zwei Silos. Obwohl, dann werden wir, gut, die Hintern sind ja auch nicht Tiere, so wie sehen. Aber man hat die Möglichkeit, hier oben noch was zu lagern. Unter Umständen haben wir einen Stapler, wo man dann raufheben kann. Gut, das hier, genau, da haben wir noch eine kleine Garage oder einen kleinen Raum. Hier wäre der Kleiderschrank zum Öffnen. Dann haben wir hier nochmal einen Fahrzeugunterstand. Da haben wir eine Sämaschine, eine Agromass Falcon 3,
Wir haben eine Nordson HK 25 plus NS3030 Sämaschine. Hier haben wir eine Feldspritze, und zwar die HD Mega 1200L. Und hier haben wir einen Düngerstreuer, die Amazone ZAPS 3200. Hier hinten sind wir noch einmal Hündehütte. Dann gucken wir mal hier rein, was wir hier noch haben. Da haben wir einen Flug, und zwar den Pöttinger Servo 25. Dann noch eine Scheibenecke, Horst Tauka 4 CT. Und ein Grupper, den Horst Terrano 3 FX. Gut, wenn wir hier rausgehen, dann wahrscheinlich auf die Straße kommen, genau. Gehen wir da nochmal weiter. Da haben wir so einen kleinen Unterstand mit ja, Dekoartikeln, quasi, wo mal Holz gemacht wird. Dann haben wir hier zwei Traktoren, zwei Fender, einmal einen Favorit 515D und ein Vario 314 mit einem Power XB Bionic Frontlader. Und dann sind wir auch schon hinten, haben wir noch einen kleinen Teich, wo man unter Umständen Wasser holen kann. Haben wir eine Leiter, um aufs Dach zu kommen? Okay. Ja, gut, müssen wir jetzt nicht aufs Dach rauf. Hier wäre dann die Biogasanlage, die müssen wir aber noch kaufen, die hört uns ja noch nicht. Und hier dementsprechende Fahrsilos. Könnte man aber auch schon benutzen für den Kuhstall eben. Da sind hier schon Silage einlagert. Und dann eben die Kühe verfüttert. Beziehungsweise dann, beziehungsweise mit Silage, Heu und Stroh Mischfutterationen bereit macht und beziehungsweise da schon unter Umständen verkaufen kann. Die Silage. Dann schauen wir hier noch. Hier haben wir auch nochmal einen Unterstand. Da haben wir Mähbalken drin, einen Kuhn GMD 3123F und einen Kuhn GMD 4411. Dann haben wir hier eine Heuballenpresse, eine Masse Ferguson MF 1840. Die auch diese kleinen Häubchen presst, die man manuell heben kann, also dementsprechend oben dann auch lagern in die Stelle. Dann haben wir hier einen Heuwender, und zwar ein Pöttinger Top 342. Und ein Pöttinger Alpine 4.4H. Wahrscheinlich ist das dann der Schwader und das ist der Wender, hoffe ich mal. Oder eben umgedreht. Dann ist es hier auch schon zu Ende. Hier sehen wir nochmal, haben wir so Häuser positioniert. Also quasi, es findet sich alles in Ordnung. Dann hier auch nochmal. Da haben wir aber unser Farmhaus gar nicht. Doch, das war da vorne. Da war das Ausrufezeichen, das ist der Schlachtträger quasi. Und genau hier hinten waren wir schon mal. Schon mal uns ein bisschen in dem Ort umschauen. Also ich finde, es ist eigentlich alles von, vom Ding her gut gestaltet. Und auch gut platziert, also es wird nichts irgendwie unnatürlich, sondern wird sehr natürlich das Ganze. Genau, und dann würde ich sagen, jetzt springen wir mal in der Karte nochmal zum Hafen. Zeige ich euch mal das gesuchte Schiff. Weiß jetzt nicht ganz genau, was damit aus sich hat. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel hier dieses Schiff angelegt. Das ist da quasi hinten an dem Pier da ganz hinten. Was das ist, also es hat auch keine Funktion, ich kann jetzt da auch nicht drauf klicken. Darum ist da die Frage, ja, was genau soll, weil es ist ja nicht so, dass irgendwelche Schiffe anlegen oder so. Dann haben wir hier noch einen, den Container verkauft. Muss man auch mal schauen, wo hier der Trigger ist zum Entladen von den Container, weil hier drin, ja, ist ja eher schlecht. Oder beziehungsweise es könnte vielleicht sein, dass man hier einladen muss und dann in dem Container quasi der Verkauf stattfindet. Ich glaube, das ist eher so. Von der Logik her wäre es auch logischer als andersherum. Dann haben wir hier so eine kleine Bootsreparaturwerkstatt oder Bootswerft. Hier kann man dann wahrscheinlich Materialien dafür anlagern ein, oder beziehungsweise anliefern. Aber ich denke jetzt nicht, dass es jetzt ist wie in Platinum Expansion Kit oder Map, das dann hier im Boot erstellt wird. Also das denke ich nicht. Genau, da haben wir noch eine Schreinerei. Dann das hier ist der Viehhändler. Das da hinten wäre der Fahrzeughändler. Da haben wir diesen Heu- und Strohballen verkauft. Da haben wir ein Restaurant.
Dann haben wir hier freiwillige Feuerwehr, also auch für Roleplayer. Das ist eine Möglichkeit, um Feuerwehr-LKW unterzustellen. Dann haben wir hier die Molkerei, denke ich, ist es, oder Käserei. Mal gucken, wenn wir jetzt auf Kaufen gehen. Molkerei. Ja. Dann haben wir hier eine Landbäckerei. Und hier haben wir, können wir einen Kleiderschrank öffnen, okay. Und hier können wir die Produktionsstätte kaufen, das ist eine Schneiderei. Genau, so sieht dann der Ort aus. Also dementsprechend auch sehr detailreich gemacht. Da finde ich, die Straßentexturen sind auch gut, damit diesen, man kennt ja, da ist irgendwo eine Leitung mal durchgelegt worden und dann so ein Flicken drüber. Hier so kleine Risse. Und so weiter. Jetzt schauen wir mal in diese Siedlung. Das wäre der Biobauer Jensen, genauso wie gegenüber vom Hof. Kann man dementsprechend was abladen und auch wieder aufladen. Also wahrscheinlich so Getreidegeschichten. Dann haben wir hier diese Ferienhäuser mit den verschiedenen Namen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, so Brötchen abzuliefern und so, solche Geschichten. Und hier kann man eben Rasen mähen, das man dann zu dieser Rasensammelstelle bringt. Ich habe jetzt einige dieser Ferienhäuser. Da scheint so eine Art Shop zu sein, aber das ist jetzt ohne Trigger, sondern so eine Art, quasi, wo die Ferienhausverwaltung ist. Und dementsprechend Fahrradverleih, Schlauchbootverleih. Allerdings eben ohne Funktion. Haben wir hier noch einen kleinen Spielplatz. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Luft, schauen das Ganze von oben an. Also hier ist quasi dieses Ferienhausareal. Dann haben wir dieses, diesen Ort, wo wir gerade vorher waren mit dem Hafen. Tierhändler, Landhandel, Molkerei, Bäckerei, Schneiderei und so weiter. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Tierhof. Also dementsprechend Gerätschaften kann man nicht bewegen. Dieses Ding hat jetzt auch keine Funktion. Und eben nochmal einen kleinen Ort mit Kirche, Friedhof. Dann hier drüben haben wir einen Leuchtturm und dementsprechend nochmal einen Hof. Ich weiß jetzt nicht, wie sich mit den Gewächshäusern verhält und wenn man das Grundstück kauft, ob das man es dann nicht benutzen kann. Aber dieser Hof wäre zum Beispiel leer, also da wäre jetzt nicht drauf positioniert. Den kann man dann mitverwenden. Jetzt, wenn man mehr Spieler macht oder wie auch immer, oder man will seinen Hof quasi erweitern. Dann haben wir hier diese Waldgebiete, die bestehen hauptsächlich aus Kiefern. Aber Nadelhölzer, die wo man dementsprechend maschinell auch bearbeiten kann. Dann haben wir hier nochmal so, das ist der alte verlassene Hof, den man quasi, wenn ich jetzt ins Baumenü gehe, eben, wie der Modder schreibt, abbauen kann und hier auch nochmal einen normalen Hof bauen kann. Oder andere Gebäude platzieren. Dann haben wir nochmal so ein Waldstück und nochmal einen Hof, wie wir hier sehen. Vermutlich beim Kauf wird das alles aktiviert, dass man es nutzen kann. Das Ganze befindet sich auch nochmal in Ort. Da haben wir auch nochmal so einen kleinen, schaut fast aus wie so ein kleiner alter Hof, der vielleicht nicht mehr für Landwirtschaft genutzt wird. Nochmal ein paar so Häuser. Genau, da war schon die Ferienwohnung wieder. Da haben wir auch nochmal einen kleinen Hof. So eine kleine Werkstatt. Genau, und dann hätten wir es hier eigentlich schon. Gut, momentan ist Flut. Normal befindet sich hier so ein Steg, über den man dann quasi auf die kleinere Insel kann, aber es ist momentan geflutet. Jetzt müssen wir mal warten, wir können ja mal die Zeit vorspielen. Allerdings ist die Frage, bringt uns jetzt was? Lass mal die Zeit laufen und schauen uns hier drüben nochmal alles an. Da haben wir einen Gesteinsbrecher. Dann haben wir hier nochmal einen Hof, den man kaufen und dann wahrscheinlich nutzen kann. Dann hier drüben haben wir die Getreidemühle. Auch mit Mühle, unser Deko-Fahrzeuge wieder. Und hier wäre das Örtchen quasi mit unserem Hof. Hier wäre die Biogasanlage.
Da wären die Fahrsilo, da haben wir einen Unterstand. Und hier runter gehört auch noch zu uns. Hier sind auch so dicke Objekte. Da ist halt die Frage, das Licht da machen. Das ist halt die Frage, den Anhänger wird man wahrscheinlich nicht wegmachen können. Deswegen. Das sieht jetzt zum Trigger. Aber gut, Heu einlagern, das müssen wir auch wieder manuell machen. So. Ja, jetzt das Fenster jetzt sehen wir nicht mehr. Und man sieht ja, dieser Leuchtturm scheint anscheinend auch zu funktionieren. Da sieht man den Lichtkegel, wie der rumwandert. Dann würde ich mal sagen, machen wir die extra Timescales an, hoppala. Bestätigen. Das mal ein bisschen Gas geben. Jetzt sieht man auch, die Flut ist jetzt zurückgegangen, wir haben jetzt eher Ebbe. Jetzt sieht man hier diesen quasi Weg, den man dann als Verbindung zwischen den Inseln hat. Da muss man halt dann wissen, zu den verschiedenen Zeiten, wann man wo, wann wo welches Gerät sein muss, um eben damit arbeiten zu können. Genau, hier sehen wir auch diese kleinen Wassergräben, die dann auch gefüllt werden. Oder beziehungsweise eben unter Umständen sogar überschwemmt sind. Im Oktober hat der Modder geschrieben, haben wir den Fall, dass ganz Land unter ist. Das stellen wir jetzt mal schnell her. Da müssen wir jetzt aber in Oktober reinspringen. Genau, jetzt haben wir ganz Land unter. Machen wir es mal wieder hell. Sehen wir, jetzt steht alles unter Wasser. Jetzt kann man halt praktisch ja im Grunde wieder ernten noch sehen und so weiter, aber ich bin mir nicht sicher. Er schreibt ja, dass es nur zu Deko-Zwecken ist, diese Wassergeschichte. Und denke, dass man es unter Umständen trotzdem dann bearbeiten kann. Muss man da rausfinden. Hier sehen wir auch, bei diesem Land unter handelt es sich um eine zweite Waterblende, wo erscheint. Dementsprechend, hier unten sieht alles fast noch normal aus, je nachdem wie tief das ist. Und dann, und oben hat man halt eben das Wasser. Sieht man jetzt, hat man nur noch mal diesen kleinen Hof, den Hof hier hinten. Es liegt halt alles dann über der Wasseroberfläche. Und dementsprechend, wie tief halt das Wasser wäre, muss man schauen mit den Maschinen, wo man da aufpassen muss. Der Haufen ist auch überflutet. Gut, hier befinden wir uns ja im Wasser. Gut, so Dinge wie hier, denke ich. Bis jetzt nicht tief, wenn man unter Umständen auch so noch unter Umständen bearbeiten kann. Gut, so die Hauptinsel, da sind viele Dinge noch nicht ganz so tief unter Wasser wie jetzt auf dieser kleinen Nebeninsel. Aber da haben wir auch nochmal, das liegt ein bisschen höher wie der Rest. Und diese Feriensiedlung liegt auch ein bisschen höher wie der Rest, also da ist alles trocken dann da oben. Also wenn man da seinen Hof und sein Zeug hat, dann ist in Sicherheit. Da sehen wir auch, wie diese Flüsse da gefüllt sind. Und genau, so ist es. Schauen wir ins Baumenü. Wir haben einige Texturen, dann einiges sind speziell, wie dieser Asphalt hier oder dieser Asphalt, also diese steinmäßigen Straßen. Dann bei Bäumen haben wir Standardbäume, Pflanzen sind auch Standard. Bei Dekoration haben wir Standardzäune, Standardlampen, sonstiges ist auch, sind auch Standarddinge da, aber auch aus dem BGA 50 kW Mod zum Beispiel, diese verschiedenen Elemente. Dann aus dem platzierbaren Milchfarmenpaket diese Kälber-Iglus. Schubkarre, ein Güllemischer, verschiedene Stahlbetonplatten, nochmal Stahlbeton oder Stahl vom Stahlbeton selbst. Dann haben wir aus dem Bau dein Hofsilo-Mod, diese Hofsilo-Elemente. Bei Tiere, bei der Kuhstelle haben wir die Standard-Kuhstelle und aus dem Halleck-Petrus-Mod diese beiden Kuhställe. Und dann das Kuhstall mit Garage haben wir diese auch zwei Kuhställe. Frankenhof-Gebäude-Mod, alter Kuhstall-Mod, Bauernhof-Pack Volume 2. Haben wir ebenfalls Kuhställe. Der ist jetzt zum Beispiel Misthaufen mit 220.000 Liter Füllvermögen. Pferdeställe sind Standard.
Schweinestelle haben wir die Standardstelle und dann aus dem Hallig-Petrus-Mod und aus dem Fachwerkgebäude-Pack-Mod diesen Fachwerk-Schweinestall. Wobei der Unterschied ist, dass der eine mehr Schweine beinhaltet. Dann bei den Schafen haben wir die Standardstelle und dann aus dem Bauernhof-Pack Volume 2-Mod und aus dem VDI alter Schafstall haben wir einmal eine Schafweide und VDI alter Schafstall. Bei den Hühnern haben wir auch Standardstelle und dann aus dem Frankenhof-Gebäudemod diesen Unterstand mit Hühnerstall und Silo. Also das war da, wo man quasi, wo sich das Silo hier, wo befindet sich, da muss das Silo sein. Bei Bienen haben wir Standardgeschichten, bei Sonstiges haben wir diese Hundehütte auch, das ist auch Standard. Dann bei Produktion, Fabriken, da haben wir die Standardfabriken. Dann aus dem Kartenmod selbst diese Rasenproduktion. Dann aus dem BGA 50 kW-Mod diese Biogasanlage, aus dem Mehlproduktionsmod diese Getreidemühle und aus dem Frankenhof-Gebäudemod diese Silageproduktion. Verkaufsstationen haben wir die Standardverkaufsstationen. Gewächshäuser haben wir auch Standard, Gewächshäuser, Plantagen sind auch Standard und Generatoren sind auch Standard. Bei den Gebäuden haben wir bei den Hallen die Standardhallen und dann aus dem Hallig-Petrus-Mod einen alten Ziegelsteinstall, dann Ballen und Palettenlager nochmal aus dem Frankenhof-Gebäudemod haben wir diese beiden Unterstände, aus dem Fachwerkscheune-Mod haben wir diese Fachwerkscheunen und aus dem Fachwerk-Gebäudemod diese Fachwerkscheune, genau. Dann aus dem Bauernhof-Pack Volume 2 haben wir diese Garagen, diese drei. Bei Silos haben wir Standard-Silos, dann nochmal aus dem Kartenmod dieses kleine Fahrsilo und einen Misthaufen. Und aus Bau den Hof-Silo-Mod haben wir diese verschiedenen Silo-Elemente. Die haben wir Entladerohr, um sich das selbst zu bauen. Und aus dem Fahrsilo-Pack-Mod haben wir diese Fahrsilos in unterschiedlichen Ausführungen. Und aus dem VDI alter Schafstall-Mod haben wir diesen Misthaufen hier. Bei Silo-Erweiterung haben wir Standard-Silo-Erweiterung und dann nochmal zusätzlich aus dem Kartenmod ein Farmer 150 und ein Farmer 100 Silo. Dann bei den Containern haben wir Standard-Container und aus dem Hallig-Petrus-Mod Kartenmod, also quasi nochmal dieses KM16-Silo. Wird wahrscheinlich mit dem anderen Farm zu tun haben, dass man das dann auch quasi abreißen kann. Dann Tools haben wir Standard-Tools und aus dem Bauernhof-Pack Volume 2-Mod diese Garage. Und bei Farmhäusern haben wir zum einen Standard-Farmhäuser, dann haben wir aus dem Kartenmod diese Fußmatte mit Schlaftrigger und aus dem Bauernhof-Pack-Mod diese beiden Farmhäuser und aus dem Frankenhof-Gebäude-Mod nochmal so ein Bauernhaus und dann aus dem Fachwerkgebäude-Pack-Mod dieses Fachwerkhaus mit Silo und aus dem Bauernhof-Pack Volume 2-Mod haben wir diese Bank und nochmal ein Farmhaus. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Momentan ist alles überflutet. Müssen wir natürlich im Oktober durchlaufen lassen. Mal einfach zum Zeitpunkt springen funktioniert nicht, weil es muss natürlich über so eine gewisse Zeitgrenze drüber, damit es dann der Effekt dann eintritt. Oh, jetzt sind wir schon wieder überflutet. Jetzt sind wir wieder im Alter. Dann ist es wieder zurück. Dann sehen wir uns die Karte nochmal von oben an. Also ich finde, Karte ist sehr gut gemacht, wirkt auch. Natürlich, es sind einige Innovationen dabei, wie diese Ferienhäuser, dann diese Ebbe-Flut-Geschichte. Hier, was man auch nicht bei jeder Karte hat, finde ich jetzt einen vernünftigen Hafen. Wir haben sechs Farmen, also dementsprechend auch Multiplayer-mäßig spielbar, genauso wie Einzelplayer. Aber dann durch die sechs Farmen, denke ich, und die Anzahl der Felder, wenn schon sechs Leute im Multiplayer mit sechs Farmen spielen. Und dementsprechend halt eben Helfer noch dazu. Dann geht es auch. Dann kann man auch natürlich diese Waldgebiete bewirtschaften. Also passt noch ein Förster mit hin oder was. Oder ein Forstwirt, der sich da auch noch was machen kann. Dementsprechend dann sieben Leute Multiplayer. Von der Landschaftsgestaltung ist es weitgehend flach. Aber das ist in der Region einfach so. Und Felder sind jetzt ein paar direkt rechteckige auch dabei, die wo helferfreundlich sind, aber auch ein bisschen gewinkelte, da wo man selbst noch ein bisschen Hand mit anlegen muss. Genau, gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit der Map-Vorstellung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ein Like da lassen, könnt auch meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.